Und ich glaube, ich wäre nicht zufrieden mit dem politischen System oder generell mit der Politik da, weswegen ich wahrscheinlich die ganze Zeit demonstrieren würde und wäre ich schwarz, dann würden sie mich erschießen. Hat sie jetzt nicht gesagt. Darum bin ich eigentlich schon wieder so gesellschaftskritisch. Ich krieg das einfach nicht weg. Ich sollte in die Politik gehen. Okay, dann Niklas Team Schisch, Schischke. Ich kann das immer noch nicht aussprechen. Ich kann euren Namen sowieso nicht aussprechen. Der hat geschrieben, YouTuber-Luxus. Ey, YouTuber-Luxus, ne? Ich habe so einen harten YouTuber-Luxus durch euch alle, dass, ne, also mein Handy, ne, mein iPhone 5, das ist ja jetzt kaputt gegangen. Das ist nämlich richtig hart im Arsch. Also so richtig hart. Und ich bin froh, dass es jetzt endlich aus ist, weil das Doofe an der ganzen Sache war, dass da ein Wecker eingestellt war für 9 Uhr morgens. Und dieser Wecker, wenn er nicht ausgeschaltet wird, dann geht er im Snooze-Modus ewig so weiter. Und mit ewig meine ich auch ewig. Das ist der Grund, warum der bestimmt 5 Tage lang durchgeklingelt hat, weil das Handy war am Arsch, ich konnte den Display nicht mehr benutzen. Aber alle 9 Minuten ging dieser verfickte Wecker an und ausschalten konnte ich es auch nicht, weil der Touch ging ja nicht. Und Akku rausfriemeln beim iPhone 5 ist dann wieder doch so eine andere Sache und aufschrauben wollte ich es halt nicht. Ja, gut, ne? Hat dann einfach mal 5 Tage lang dieses verfickte Handy durchgeklingelt. Es hat einen wahnsinnig gemacht, deswegen lag es im Wohnzimmer. Entweder lag es, wenn ich woanders war, lag es dann im Bad, damit die Leute, die aufs Klo gehen, davon genervt werden, alle 9 Minuten, wenn sie duschen gehen. Das war dann auch ganz lustig, hat nämlich funktioniert. Und wenn ich dann zu Hause war, habe ich es einfach im Wohnzimmer zwischen die ganzen Decken gepackt, weil dann habe ich es nämlich nicht mehr gehört. Das war dann ganz angenehm. Aber ey, ohne Witz, ne? Das wünsche ich keinem. Das ist so unglaublich nervig, aber so richtig hart. Vor allem, weil du in jeder Sekunde daran erinnert wirst, dass dein fucking Handy kaputt ist und dass du dir so denkst, geil, ich brauche ein Handy. Ich habe kein Geld für ein Handy. Wie bekommst du jetzt ein Handy? Ohne Handy kannst du nicht überleben. Du brauchst ein Handy, um irgendwie, ne? Erreichbar zu sein, wenn du irgendwo bist und verschollen und fuck it? Da kommen wir nämlich zum Thema YouTuber-Luxus. Boah, Leute, ne? Ihr ermöglicht mir so einen unglaublichen Luxus, ne? Dass ich weder bei meinem Headset was kaputt gegangen ist, ja, dass hier gerade ein Ersatz-Headset ist, dazu komme ich gleich noch. Ne? Ja, so ein Luxus macht ihr mir, dass ich mir weder ein neues Headset noch ein neues Handy leisten kann. Also, so viel zum Thema YouTube. Luxus, ne? Nicht mein fucking Headset. Ich kann mir einen Döner kaufen gehen. Das kann ich. Aber selbst manchmal wird es auch mit einem Döner knapp. Weil eigentlich darf ich über das Thema ja gar nicht reden. So. Machst du in Zukunft Beauty-Witz? Kaba. Von Asntes. Irgendwie Klammern und sowas als Namen. Deswegen habe ich den Namen nicht vorgelesen. Obwohl, wartet, wartet, wartet. Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, Kreis, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Fragt. Etwas Zischi, machst du in Zukunft Beauty-Witz? Fragezeichen Kappa. Ja. Nee, im Ernst jetzt. Ey, ich habe ein Beauty-Video geplant, Leute. Ohne Flachs jetzt. Morgen habe ich auch wieder eine vernünftige Kamera in der Hut. Irgendwie bin ich nämlich momentan dabei, mir alles Technische von Freunden zu leihen. Da bin ich froh, dass ich überhaupt solche Freunde habe. Und da kann man dann auch schon mal, wenn ich schon mal dem Thema bin, kann man auch schon mal Danke an Justin sagen. Auf Twitter @themodernmeet10, wenn ich mich nicht irre. Der junge Mann war nämlich so lieb und hat mir sein Headset, was ich gerade auf dem Kopf habe, zur Verfügung gestellt. Das ist ein Razer Megalodon oder wie auch immer es heißt, dieser Name. Ne? Ich finde den so scheiße auszusprechen, jetzt mal ohne Witz. Megalon hätte vollkommen gereicht. Vollkommen, aber mega. Ne? Muss es ja immer maßlos übertreiben hier mit den Scheißbezeichnungen für Technik und so. Bin gerade leiser geworden, weil ich nachdenke. Hat man bestimmt auch gar nicht gemerkt, ne? Und dann morgen ist eine schöne Spiegelreflexkamera in der Hut. Damit werden dann ein paar Videos gemacht, weil ich habe euch seit 2 Monaten oder so ein FAQ versprochen, wofür ich ja auch schon Fragen gesammelt habe und sonstiges. Und ich habe das auch schon fertig. Halt so Notizen gemacht und alles und die Fragen rausgesucht. Und dann so, wey, du hast einen Kopf viel zu voll und du hast einfach keine Lust, dich jetzt auch noch darum zu kümmern, weil du musst dich hier rum kümmern und darum. Und ach ja, genau, was wolltest du eigentlich nach dem Abi noch gleich machen? Weil du müsstest dich demnächst mal entscheiden, sonst hast du nämlich ein ziemlich großes Problem. Ja, ne? Wir hatten das Thema ja schon. Ich hoffe, ihr versteht das. Naja, und wenn dann schon mal eine Kamera da ist, dann könnte ich ja auch mal was machen, worauf ich schon seit langem mal voll Bock drauf habe, und zwar ein Beauty-Video.
Session macht ein Beauty-Video, seid gespannt. Ich will da gerade nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich versuche das so ernst wie möglich rüberzubringen. Ich mache ein Beauty-Video, ich mache ein Beauty-Video, ich mache ein Beauty-Video. So, war das jetzt ernst genug? Gut. Fabi3 Rocket fragt, das Tische, ob du einen Loy-Community-Clan machen kannst. Ich habe das mal versucht. Ja, was heißt versucht? Ich wollte dazu eigentlich schon so, ne, das gehörte nämlich genauso wie das FAQ, eigentlich sollte da ein Info-Video mal kommen, weil wenn ich bei LOL online gehe, habe ich mittlerweile meinen eigenen Chatroom, und zwar Zischelzacker, einfach nur, weil mir dieser Name so unglaublich gut gefällt. Und ich glaube, der kam ursprünglich mal von Shucky, wofür ich Shucky sehr, sehr dankbar bin. Kacke. Oh Mann, du. Jetzt habe ich hier Kacke gemacht. Was wollte ich denn gerade sagen? Genau, Zischitzhacker. Und gelegentlich mache ich dann ja auch so, ne? Mit der Community und so. 5 gegen 5 und keine Ahnung, ich hatte noch nie einen League of Legends Clan, deswegen bin ich ein bisschen planlos und weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Aber wenn ihr da einen Plan habt oder Lust zu habt, dann schreibt doch einfach mal was in die Kommentare. Und ansonsten mache ich dazu sowieso dann nochmal ein Infovideo, weil das ja auch schon länger geplant. Aber ohne Kamera ist das doof und Webcam-Qualität möchte ich euch so selten wie möglich antun, weil das halt echt so gar nicht geil ist. Naja, und deswegen seid gespannt, was das angeht. Da kommt ja definitiv noch ein Video und da könnt ihr dann noch eine Runde mitgestalten, weil Zizi wie immer von nichts einen Plan hat und bei alles und immer Hilfe braucht. Immer. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen verloren und manchmal komme ich mir ein bisschen doof vor, dass man mir bei jedem kleinen Scheiß helfen muss und dass ich nichts alleine auf die Reihe kriege. Hallo. Aber ja, gut, ne, so ist das halt. Manche Leute, die muss man halt mal an der Hand nehmen und dann muss man denen mal zeigen, wo es lang geht. Aber so Community-Clan stelle ich mir einfach nur total geil vor, weil ja einige von euch auch LOL spielen und ich unglaublichen Spaß darin habe, mit euch LOL zu spielen. Und diese 5 gegen 5, was wir, ich glaube, einen Abend haben wir das mal gemacht, ich weiß nicht, ob wir es mal ein zweites Mal hingekriegt haben, dass wir so viele Leute zusammen kriegen. Ey, aber 5 gegen 5, das war schon echt super amüsant. Das war echt sehr, sehr lustig. Macht auch so da so Spaß, weil es League of Legends. Und wenn ihr keinen Gefallen an League of Legends habt, dann habt ihr halt keinen Gefallen an League of Legends. Dann könnt ihr nicht mitmachen bei dem Zischel-Community-Clan Zischel-Zacker. Geilster Name ever. Und dann kommt nochmal Prinz Einhorn. Gibt es andere MMOs außer League of Legends, die du gerne spielst? Tja, tut mir leid, lieber Prinz Einhorn, aber da muss ich dich kurz korrigieren. Denn League of Legends ist kein MMO, sondern ein MOBA. Wofür die Abkürzung steht, kann ich dir gerade leider auch nicht sagen. Warte. Multi, online. Wofür steht das B? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls MOBA halt. Ne? MMO ist ja was anderes. Ich habe eine Zeit lang mal World of Warcraft gespielt. In der Zeit, wo ich vor wie geschrieben habe. Also im Dezember. Ja, das war ganz lustig. Muss ich schon sagen. Ach, übrigens, ne? Ich würde das jetzt nicht empfehlen oder so, ne? Aber ich muss schon sagen, ne? Meine 72 Spielstunden GTA 5 haben sich als der Lernstoff für Englisch echt gelohnt, weil ich habe für Englisch, fürs Abi quasi, ja, was heißt quasi? Ich habe einfach nichts gelernt. Ich habe gar nichts gemacht. Außer meine stolzen 72 Stunden GTA Online bis zu dem, also GTA Story halt, ne? Nicht Online, sondern Story. Die ich bis dahin gesammelt hatte, bis ich das geschrieben habe. Und ich muss zugeben, ich habe 7 Punkte geschrieben. Das ist eine 3 minus, kacke, egal. Ist mir doch kackegal, es ist sowieso alles schlecht. Was an der Tatsache liegt, dass Zischel schlichtweg einfach keine Lust mehr hatte. Aber wem kann man das nach 12 Jahren Schule auch verübeln? Nicht wahr? Bin halt nicht so eine überambitionierte Dussi, die den ganzen Tag am Lernen ist und sich nur durch Schule und ihre Leistung definiert, weil ich mir so denke, so, gibt wichtigere Dinge im Leben. Auf meinen Durchschnitt schaut sowieso später niemand mehr. Dafür hatte ich Spaß, Freude, Freunde, mehr Entspannung, vielleicht sogar mehr Schlaf, obwohl mehr Schlaf, das bezweifle ich irgendwie so ein bisschen bei, ne? Ihr kennt das. Wer aktiv manchmal auf Twitter mitliest, der kennt das. Der weiß das. Der hat das mitbekommen. Auf Twitter tummeln sich nachts nämlich immer die Leute mit Schlafstörungen oder die Schlaflosen. Aber die Schlafstörungen, ne, die sind wieder weg, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Alles Disziplin. Cool, wir haben sogar noch... Ah, sie haben jetzt echt schon so viel davon kaputt gemacht. Also, weggebaut. Respekt.
Okay, das war jetzt wieder zum Thema. Ha, lol, guck mal. Zischi kriegt das mit dem Headset nicht auf die Reihe, weil das rauscht nämlich ein wenig. Aber was heißt ein wenig? Ich nehme das Ganze jetzt nämlich über Audacity auf und werde dann da mit der Rauschentfernung nochmal drüber. Weil wenn ich das mit OBS aufnehmen will, das will niemand von euch. Sagen wir es mal so. Es hieß dann schon, ach ja, ne, nimm doch einfach trotzdem auf und dann gucken wir uns das trotzdem an. Und ich denke mir so, Leute, das will nicht mal ich mir angucken. Nicht mal ich will mir so eine Kacke angucken. Dann kann ich doch nicht von euch verlangen, dass ihr euch sowas anguckt. 2 Minuten und man drückt das weg, wenn man überhaupt 2 Minuten davon aushält. Aber das ist bei dem Razer Megalodon. Wie kann man so einen Kacknamen? Soll das wohl halt einfach so sein. Ich habe dann eine Runde gegoogelt und alles. Und wenn ich das mit OBS nicht wegbekomme, dann bekomme ich das mit Audacity weg. Doof war natürlich nur, dass ich das irgendwie erst nach 3 Stunden oder so gereiht habe, dass ich das ja mit Audacity wegmachen könnte. Ich meine, ihr habt schon fleißig geschrieben auf Twitter, ja, ne, mach das doch mal mit Audacity. Aber ich dachte mir so, nein, das muss mit OBS gehen. Nein, geht es irgendwie nicht. Manu, ist doof gelaufen. Aber shit happens. Ich hatte das Gefühl nicht los, dass das Holz bis unten nicht reichen wird. Das macht mich ein bisschen traurig. Ha. Okay, wo ging's denn hier bitte weiter? Ach genau, der Slapsticks fragt nämlich, bist du auch ein Bienchen? Und wie ich ein Bienchen bin? Wie ihr schon gelesen habt, Dagi und ich, ne, wir sind beste Freunde. Oh mein Gott. Merkt ihr diese Begeisterung in meinem Gesicht? Ich bin immer so richtig hart im Zwiespalt. So richtig hart im Zwiespalt. Weil ich mir immer denke, offen seine Meinung zu sagen, ne, ist eine tolle Sache, weil das dürfen wir in Deutschland und da sollten wir ganz schön froh sein, dass wir das dürfen. Aber weiß nicht, andererseits finde ich es dann wieder fies, über andere YouTuber herzuziehen, weil ich mir so denke, ich würde mir auch nicht wünschen, wenn die alle auf mir rumhacken. Aber das Ding an der ganzen Sache ist, ich habe das Gefühl, das soll ja relativ ausgeglichen bei Dagi und Bibi sein, weil wenn du irgendeine Kacke über die auf Twitter schreibst, da kriegst du mindestens von 3 oder 4 11-jährigen Mädchen kriegst du dann, okay, 13-jährigen Mädchen, ne, kriegst du dann eine Antwort, wie kacke du bist. Und dass du ja nur Neider bist. Deswegen scheint mir das ja eigentlich ganz ausgeglichen zu sein. Ey, aber manche Dinge kannst du dir da echt nicht geben. Ich meine, die Videos gucke ich mir generell nicht an, weil ich mir so denke, so, ey, sorry. Von der Tatsache abgesehen, ja, erstmal fertig knuspern, ja. Von der Tatsache abgesehen, dass ich Dagi und Bibi sowieso nicht auseinanderhalten kann, die sind für mich einfach beide blond und ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Das ist so lustig. Deswegen bin ich stolz auf meinen Sidecut, weil, ey, mich kann man auseinanderhalten bei den ganzen Blondinen auf YouTube. Ich meine, Vegas kann man auch auseinanderhalten, für den Fall, dass jemand keinen Plan hat, wer Vegas ist. Dann, jetzt bin ich extra hochgelaufen, ich hatte das doch noch im Inventar. Ich glaube, falls ihr keinen Plan habt, wer Vegas ist, einfach mal bei YouTube eingeben. Vegas ist eine wundervolle YouTuberin und spätestens seit dem Webvideopreis 2015, ja, wir haben 2015, solltet ihr eigentlich wissen, wer Vegas ist, weil die Liebe war ja auch nominiert. Tolle YouTuberin. Tolle Videos. Tolle Message. Ich mag das. Die ist bekloppt, aber hat doch eine Message. Genug geschwärmt von Vegas. Ich weiß nicht. Und dann... Oh, wir sind ja schon unten. Lol. Weiß nicht. Und dann guckst du dir so Dagi und Bibi an. Und ich hab... Ohne Witz, ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Zeig mir 2 Bilder und ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Die sind halt Dagi und Bibi, aber keine Ahnung, wer ist, weil die sehen gleich aus und machen gleich dumme Videos. Entschuldigung. Seht ihr, und da sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema Zwiespalt. Weil ich mir nämlich so denke, so, eigentlich willst du ja nicht doof über die reden, weil irgendwie ist das ja doch fies, aber manchmal muss das raus. Weil wenn ich da so auf Twitter lese, da hatte ich mich nämlich schon aufgeregt und irgendjemand hatte auch was geschrieben zum Thema Community-Hochzeit, dass ich doch mal darüber reden soll. Weil wer auch immer von euch nicht bei diesem wundervollen Twitter-Abend dabei war, an dem ich komplett durchgedreht bin. Ach, das war so lustig für mich. ich weiß nicht, ich habe mich einfach so mega hart über diese ganze scheiß YouTuber-Heuchelei aufgeregt. Aber so vom Feinsten. Und wenn ich sage vom Feinsten, dann aber so richtig hart. Einfach nur, weil ich... mich kotzt das einfach an, dieses... Oh, neues Video draußen. Retweet und Favo. Ich sehe jeden einzelnen Retweet, wo ich mir denke, halt die Fresse, siehst du nicht? Halt doch mal die Schnauze, du olle Fotze. Einfach nur, weil das nichts anderes ist als, ich tue so, als schenke ich euch Aufmerksamkeit, aber will ich eigentlich neue Retweets, damit ich mehr Reichweite bekomme, weil dann bekomme ich nämlich mehr Geld. Und wenn ich dann sage, dass ich euch
sehe, wenn ihr das tweetet, ne, stärkt das natürlich sofort die Community-Bindung, weil ihr denkt, ihr wärt was Besonderes für mich. Dabei seid ihr nur eine von vielen und euer Gesicht ist rein kackegal. Ungefähr so kommt mir das einfach immer vor und das geht mir voll auf die Eier. Weil die Community einfach quasi, was heißt quasi, Community ist einfach alles. Weil was wäre YouTube bitte ohne die Leute, die YouTube-Videos gucken? Und was wären YouTuber bitte ohne ihre Community, die sie einfach durch und durch unterstützen? Und deswegen kotzt mich das einfach immer super hart an. Ich sehe jeden Retweet, wo ich mir denke, halt einfach die Fresse. Entschuldigung. Wer war denn das? Ich verlinke euch mal ein super schönes Video. Ich hoffe, ich werde diese Stelle beim Schneiden wiederfinden. Ich gucke mal, wie lange ich jetzt aufnehme. 36 Minuten. Wir nehmen jetzt einen Stift und schreiben hier jetzt 36 Minuten drauf. So, auch wenn... ne? Ich hoffe, ich denke daran, dass ich das mache. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Video von jemandem auf meinem Netzwerk. Ich habe nur immer die Gewohnheit, den Namen falsch auszusprechen. Deswegen traue ich mich das nämlich gerade nicht, weil sonst wird das ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall hat dieser liebe junge Mann ein so wundervolles Video zu dem ganzen Thema gemacht. Ich habe mich so abgelacht und dachte mir so, okay, ich in männlich. Hat total meine Meinung und alles so wiedergespiegelt, weil ich hatte echt mal überlegt, ob ich darüber mal ein Video mache, aber irgendwie habe ich mich ja nicht getraut, weil, ne, schwieriges Thema und man will ja auch keine Hetzreden und sowas halten. Musste ein bisschen sensibel angehen und ich bin nicht gerade so der feinfühligste Mensch, deswegen wäre ich wahrscheinlich voll ins Fettnäpfchen getreten. Deswegen habe ich das dann wieder sein lassen. Aber dieser Mensch hat das ja so wundervoll gemacht und deswegen packe ich das mal unten in die Videobeschreibung, in der Hoffnung, ihr habt daran genauso viel Freude wie ich. So, die ganze andere Kacke war da unten. Wisst ihr, was gerade doof ist? Jetzt haben wir den Gang nach da unten komplett fertig gemacht, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Oh, das wollte ich da hinpacken. Wir könnten auch einfach Kisten sortieren. Nein. Ich bin gerade beim Überlegen, weil ich möchte eigentlich ganz gerne da unten so einen Übergang machen, dass man da vernünftig rumlaufen kann. Aber mit vernünftigem Boden und irgendwie... Ich weiß nicht. Ich finde Stein und Kobbel so unglaublich hässlich als Boden. Wobei dieser Abstieg auch immer noch nicht fertig ist. Nicht wirklich. Okay, das lassen wir dann mal drin. Genauso wie das hier. Aber das Holz nehmen wir mit, genauso wie das hier. Und wir müssen mal gucken, ob wir da oben noch ein paar Zäune haben. Und dann nehmen wir die einfach mal mit. Wir haben Schienen. Und das ist eine ganze Menge, aber die können wir nicht gebrauchen. Gut, nehmen wir das mit. Egal, wir packen da unten einfach mal den Boden hin. Machen wir mal, ne? Ganz spontan. Super Idee. Ey, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, dass ich mich gerade aufgeregt habe? Ach genau, Bienchen. Ich weiß nicht, mich nervt das auch total, weil das einfach kleine Kinder verblendet, meiner Meinung nach. Ey, ich meine, wenn du dich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, deren Zielgruppe sind Leute von 11 bis 14. 17, wenn sie hängen geblieben sind. Entschuldigung. Ich bin so böse, es tut mir immer so leid, weil ich habe doch irgendwie so ein Gewissen. Aber, das ist immer ein schwieriges Thema, egal. Ich weiß nicht, und wenn du dann noch kleine Kinder hast, die so, keine Ahnung, zwischen 10 und 17 oder so sind und dann in so eine Version von YouTube eingeführt werden? Nee, ich weiß nicht. Das ist so unglaublich realitätsfern, meiner Meinung nach. Einfach nur, weil... Nee. Weil die so eine total andere Welt von YouTube zeigen. Weil, ich weiß nicht, Beauty-Dingens, da verdienst du nicht unbedingt... Okay, du verdienst doch Geld durch Klicks, aber das meiste ist halt echt so Product Placement. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass dieser scheiß Product Placement ja nicht mal gekennzeichnet ist. Ich meine, ihr würdet es mir ja auch nicht übel nehmen, wenn ich Product Placement machen würde, oder? Also, wenn ich es kennzeichnen würde und wenn ich wirklich dafür einstehen würde und sagen würde, ja, finde ich geil, ne, kann ich ja mal machen, mache ich sowieso. Und wenn ich dafür noch Geld bekomme, ja gut, ne, warum nicht, kann ich mir besseres Equipment oder sowas kaufen. Aber nicht dieses, nee, insgeheim mache ich Product Placement, aber ich kennzeichne es nicht, weil ich dumm bin. Warum kennzeichnet man die Kacke denn nicht?